Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Hallihallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde League of Legends. Ich bin mit Samira auf der Botlane und ich weiß nicht, was sie kann. Und die liebe Triss ist in der Midlane gegen Yon. Heißt der Yon? Yonne? Ich glaube, das heißt Yon. Gegen Yon. Da weiß ich gerade nie, wer vom Matchup besser ist, aber das werden wir sehen. Ja, wir haben den Master Schlitz im Gegnerteam. Der wird natürlich mit seiner 2-fucking-2-Damage und mit seiner Q ein bisschen nerven. Das heißt, wir müssen, ja, wird, gut, die Akali kann natürlich rausgehen, aber, ja, viel zu tun. Also, ich habe viel zu tun als, ich weiß ja nicht, mal gucken, auf was Nunu geht, Full Tank. Oder AP, ich weiß gerade nicht, was in der Season so am besten ist. Weil, wenn nicht, bin ich der einzige Tank und muss gucken, dass ich wirklich die beiden hier protecte. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, Teemo wird jetzt nicht so unbedingt das krasse Problem sein. Ich will halt schon mit Level 2 rein. Ist das Soraka? Hä? Wer ist das? Hä, sieh mal. Was ist denn jetzt der richtige Name? Seraphina? Oder, hä? Okay, ja. Keine Ahnung. Okay, wir lassen uns natürlich jetzt gerade ein bisschen pushen, was aber nicht so schlimm ist, wenn sie wirklich mit Level 3 easy peasy engagen kann, dürfte das kein Problem werden. Also wir werden natürlich ab dem Zeitpunkt versuchen zu engagen, die will ja nicht mit Level 2. Und ich höre jetzt auch mal auf meinen, ich wollte gerade schon sagen Supporter, aber macht da gar keinen Sinn. Mein ADC. Jawohl! Jawohl, sehr nice. Ah, ich hab sie bekommen. Wollte ich nicht. Sorry. Ich war mir aber nicht sicher, ob die noch hinterherkommen. Aber Nunu hätte das noch schaffen können. Ja, gut. Sehr schön. Wow. Okay. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es Samira noch schafft. Freut mich aber. Das heißt, wir haben schon mal 2 Kills auf unserer Lane. Oh, es läuft in der Season, muss ich echt sagen. Ne? In der Season läuft das richtig gut. Das wäre, also bis jetzt habe ich nicht ein Spiel verloren. Also wenn es so weitergeht natürlich, wäre perfekt. Wir gehen aber schon mal hier auf Rüssi. Holen uns nochmal 2 Tränke und werden nochmal... So. Ja, ich würde sagen, wir gehen auf Rüssi, aber werden dann eher wieder ein Dings-Item holen. Ein Mana-Item oder... Ja gut, wir könnten auf Maske halt gehen, ne? Was ich glaube am meisten Sinn machen würde, wenn ich auf Maske gehe. Ja, ich glaube, ich gehe zuerst auf Maske. Es kommt drauf an, wie wir jetzt hier auf der Lane noch weiter spielen werden.
Oh ja. Das war jetzt Ignite, oder? Oder hat die so eine Ignite-Fähigkeit? Ne, ich glaube, das war Ignite. Oh ja, oh ja, Alter, was ist denn jetzt los bei der? Die macht aber, die macht ordentlich Damage, die Alte. Das ist krass. Sehr schön. Na gut, können wir jetzt nichts machen. Ah, lol, ich dachte gerade, ich habe jetzt gerade auf die Minimap geguckt und dachte so, der kommt, aber der ist ja gar nicht da. Ja, die Triss schwächelt ein bisschen, aber es liegt auch ein bisschen dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Der gegnerische Jungler nervt ein bisschen auf der Midlane. Weil er da gerade auch die besten Chancen hat, ne? Also ich krieg ihn ja relativ schnell nach seiner Q gestunnt, wenn ich die Q richtig einsetze. Ich versuch das mal so. Ich hab's noch nie so versucht. Ich will's mal... Ach, ich... Die spielen unfassbar passiv jetzt gerade. Na komm. Jawohl. Ich will da nicht so viele Kills stehlen. Das ist so dumm gerade. Aber ich bin mir immer nicht... Ich weiß noch nicht so ganz, was die kann. Oh. Ah, okay. Flash drüber. Ist auch nicht so schlimm. Da ist Flash zumindest schon mal weg. Ja, aber die Lane gehört uns. Das ist jetzt unsere Lane. Also... Schade. Gut, dann gehe ich back. Ich will B drücken. Okay. Schade, schade. Aber wir haben immerhin Master Schlitz gekillt. Und den Kill hat Samira bekommen. Gar nicht so schlecht. So, wir werden jetzt die Schuhe holen und werden doch relativ schnell jetzt auf Maske gehen. Das können wir uns erlauben, so ein teures Item so schnell jetzt zu holen. Okay. Ich dachte, Samira schreibt jetzt gerade. Okay, unsere Lane ist wäsch. Ja, der Pinky ist da ganz gut. Yeah.
Ja, tschüss, ne? Sehen uns. Komm, weiter, 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 weiter. Gestunt, komm, 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 komm. Jawohl, sehr schön. Sehr schön gespielt, meine Freundin der Sonne. Sehr, sehr schön auch geplayt von Nunu. Muss man echt sagen, der kam jetzt wirklich zum richtigen Moment. Ja, mal gucken. Ah, scheiße, die eine Towerplatte, ey. Scheiße, da war der Heal besser. Ah! Ist natürlich jetzt gerade der große Nachteil, die werden uns die Dings einreißen. Die Bude einreißen. Hull, das wollte ich gar nicht. Naja, scheiße. Problem ist, sie haben wieder Free Trade, ne? Der noch gar nicht da ist. Der ist noch gar nicht da. Ah, schön. Ich dachte, es wäre schon lange soweit, aber nee, der ist noch gar nicht da. Woher hat die eigentlich, Moment mal, woher hat die eigentlich die zwei Kills jetzt? Krass. Hat die einfach mal zwei Kills. Gut. Na immerhin, die lässt mir die dicken Pötte. Ey, komm, komm, den Tower schaffen wir doch wohl noch. Jawohl, nice. Da haben wir natürlich den großen Nachteil, dass Master Schlitz jetzt öfters mal vorbeikommen wird. Aber wir können ja einfach Counter ganken. Okay. Lass Drake machen, lass Drake machen. Drake wäre jetzt, glaube ich, am sinnvollsten. Okay. Werde ich mal hier Wardin. So, dann machen wir mal Drakey. Alter, was ist das für ein Scheiß-Heal, Mann? Alter! Aber wir haben es trotzdem geschafft. So nervig, der Heal. Nunu, wehe! Alter. Mutti! Schafft das Nunu auch noch raus? Nunu schafft es auch noch raus. Es gewittert hier die ganze Zeit. Das ist ja mal voll nervig. Ich dachte zuerst, hier böllert einer draußen, aber nee, es gewittert wirklich. Sowas gibt's. Okay. Wir haben die Maske schon mal fertig, was sehr schön ist. Und dann würde ich einfach sagen, gibt uns ja auch Rüstung. Dann würde ich eher sagen, dass wir jetzt auf die Frosthandschuhe gehen. Auch wenn ich jetzt gerade wieder überlegt habe, eher ein Dings-Item zu bauen. Mana-Item.
Aber scheiß drauf. Okay. Wollen uns natürlich immer noch hier die Botlane einreißen, weil die Botlane ja auch schon ziemlich angewiesen. Wie sieht's denn hier oben aus? Oder? Geht noch? Geht noch, okay. Das ist Fiene. Okay. Ja, das schafft er. Müsste der mit seinen hier Easy Peasiness noch zusätzlich schaffen. Ey, ich will da jetzt gerade mal zugucken. Weil wenn er stirbt... Ja, haben wir freie Schnauze auf der Botlane. Das ist sehr gut. Okay, dann können wir ein bisschen hier Counter farmen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Okay, da haben wir zumindest jetzt schon mal die Botlane und wir haben die Midlane schon mal eingerissen, was gar nicht mal so schlecht ist. Wir müssen halt trotzdem so ein bisschen drauf aufpassen, dass wir natürlich Master Schlitz nie so krass feeden. Weil er steht schon 9-7, also der wird natürlich heavy. Ne? Gerade heavy für unsere Carries. Was baut denn eigentlich? Okay. Also Tengi, okay, das ist schön. Egal, die kriegen wir nicht mehr. Die gut zu kriegen wir. Der hätte schon nicht mal Ulti einsetzen müssen, das wusste ich leider nicht, aber naja, gut. Ach, die Alte hat Schiss. Komm, Mäuschen, trau dich mal ein bisschen was hier. Scheiße. Ja, okay. Fuck. Das war nicht so schlau von uns. Das war, ja, dumm gespielt. Das war jetzt wirklich, sehr dumm gespielt. Okay. Das hätten wir eigentlich wissen müssen, ne? Aber, ne? Ne? Hätte, Fahrradkette. Was wollte, also Handschuhe wollte ich jetzt bauen, ne? Genau. Ein Lebenskristall schon mal, okay. Ah, fuck, die kriegen den Twig. Nein, die kriegen den Meeresdrache. Oh, bitte, 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 Nunu. Nunu gammelt hier oben. Okay, scheiße. Ah, Meeresdrache tut weh. Also Meeresdrache abgeben tut echt weh. Okay, die räumt auf, das ist sehr gut. Boah, echt?
Okay, jetzt. Komm. Ey, hier. Können wir jetzt so easy machen ohne ihn? Ja gut, außer er, ja gut, Druck machen ist natürlich auch nicht schlecht. Oh oh. Okay, immerhin, immerhin, immerhin. Das ist jetzt noch nicht mal schlimm, selbst wenn wir jetzt verkacken. Okay, wir verkacken nicht. Nice. Ah, okay, Master Fritz kommt. Ah, der wird jetzt ein bisschen aufräumen. Ah, obwohl. Gut gemacht von Nunu. War aber worth, war worth. Somit haben die natürlich den Baron nicht. War okay. Ist natürlich scheiße, dass keiner mehr von uns den Baron hat, aber er gibt natürlich trotzdem Gold. Macht der Red? Nee, okay. Okay, die Botlane steht noch, das ist ganz gut, aber die Botlane... Aber ich werde mal runtermoven, ich werde mal gucken, dass ich wenigstens ein bisschen dagegen halten kann. Weil ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man den... Die traut sich halt nicht, ne? Die traut sich halt nicht. Wohl, warte mal, wir werden gerade gegengepusht. Aber wir sollten eigentlich, gerade gegen Master Schlitz, wir sollten ihm gar nicht so viel Fläche geben. Gerade mit seiner Q, dass er nie jeden von uns hier erwischen kann. Also es ist, glaube ich, gar nicht mal so sinnlos, wenn wir jetzt eher auf den Lanes weiterspielen. Problem ist, die da oben fighten und werden gleich verkacken. Ja. Oh, 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 oh. Nice, nice. Jetzt müssen wir aber hier. Komm. Sehr, sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Komm, weiter, 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 weiter. Ich wollte den jetzt nicht stealen. Timo, ich wusste jetzt nie, wenn ich jetzt vielleicht mit meiner E treffe, hätte ich vielleicht gestealt. Und das wollte ich nie, Mami. Oh, Höllendrache. Oh, sehr schön. Aber wir können auch ganz schnell noch weiter pushen. Oder auch nicht. Okay, dann gehen wir auf... Meeresdrache? Hä? Wie komme ich denn eigentlich auf Höllendrache? Wie dumm bin ich denn eigentlich? Der erzählt euch auch nur Bullshit, ne? Wieso habe ich jetzt eigentlich Höllendrache gelesen? Wie weit bin ich denn mit den Handschuhen? 1,3. Boah, ich will jetzt... 300, die kriege ich doch irgendwie noch. Stimmt, Timo spielt voll... Wenig mit den Pilzen irgendwie, habe ich das Gefühl. Stimmt, ist mir mal gerade so aufgefallen.
Na komm, ganz schnell hier reinpushen und dann gehe ich durch. Das war scheiße. Das war doch nicht so scheiße, war doch übelst gut. Geil. Okay. Okay, war doch besser als geplant. Okay, als gedacht, besser gesagt. So, eigentlich was gegen Master Schlitz jetzt bauen, ne? Eigentlich wäre jetzt gar nicht mal Dornpanzer so schlecht und ich... Ja, doch, ich gehe auf Dorni. Da macht man schon nichts verkehrt. Ich bin halt immer noch am Überlegen, mir eigentlich ein Mana-Item zu holen. Ihr kennt mich. Ist halt voll wenig Mana, ne? Guck mal. Die Q, die kann man alle 4,07 Sekunden... Ja gut, 65. Da war ein Pilz. Da war ein Fußpilz. Aber wir haben natürlich den großen Vorteil, dass alle Lanes ganz gut schon mal gepusht sind. Also vor allen Dingen auch, dass die Tower schon mal weg sind. Die Task haben wir schon mal erfüllt. Ah, das war auch... Was machst du? Ah, das war so dumm. Das war jetzt gerade echt Spiel mit dem Feuer, ne? Was... Komm, weiter! Ich stand den noch nicht umsonst! Jawohl! Okay, nice. Ui! Guck mal, schon wieder kein Mana. Ja, irgendwie das Gefühl so. Sollten langsam. Ups. Hinne machen. So, ich gehe jetzt aber mal wieder weg. Ist ganz gut, dass die Caitlyn gerade sich ein bisschen raushält. Die will natürlich jetzt ein bisschen outfarmen, ne? Also die versucht zumindest. Die will zumindest mit Farm aufholen, dass sie sich ein paar Items holen kann. Was sie eigentlich ganz gut auch wieder geschafft hat, muss ich sagen. Die war, glaube ich, relativ... Oh ja, Meeresdrache. Oh ja, der zweite Meeresdrache. Können wir eigentlich schon mal zumindest schon mal warden und sowas. Und die gegnerischen Wards kaputt machen. Oh, wir sollten eigentlich mit Baron eher pushen. Das macht natürlich ein bisschen mehr Sinn, aber... Ich will halt den zweiten Meeresdrache haben. Das Geile ist, wer ist denn, also Triss ist gerade gestorben. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Triss eigentlich eiskalt sterben lassen, aber dadurch dachten die halt, dass wir nicht da sind, dass wir nicht in Reichweite sind. Das war eigentlich voll sinnvoll. Deshalb, ich habe die ganze Zeit überlegt, scheiße, soll ich jetzt Triss helfen? Aber ja, ich habe mich für nicht helfen entschieden. Also was halt ein Supporter macht, ne? Nicht helfen. Okay. Alter. Krass.
Tot bist du. Lass mein Wort darum stehen, Mensch. Geil. Ah, feier ich so derbe. Ah, ich glaube, wir können beenden. Schönes Spiel. Krass, ich habe wirklich noch nicht in der Season nicht einmal verloren. Also krass. Sehr schön, gefällt mir gerade wirklich. Kann ruhig so weitergehen. Ist natürlich noch nie gewonnen, also ne. Ich bin halt Nexus nutzer schon, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja, geil. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dahin, haut rein und tschüss.